die Verpackung so geil ist, wollte ich gerade sagen, aber das kommt ja nicht so oft in meinen Videos vor. Mal den Live-Test, damit ihr das sehen könnt. Und so you can feel cool. Give it to me, baby. Dabei seid. Heute habe ich einen Drogerie-Haul für euch und zwar hatte ich euch versprochen, dass ich euch die Sachen zeitnah abfilme, die ich so in der Drogerie kaufe. Ich habe schon einiges in Verwendung und getestet sozusagen, deshalb kann ich euch eine kleine Review dazu abgeben. Bitte wundert euch nicht, wenn des Öfteren der Name Steffi fällt. Das ist meine Schwester, sie wird uns bald besuchen, worüber ich mich natürlich total freue und deshalb habe ich schon ein bisschen was für sie gekauft. Sie würde wahrscheinlich am liebsten in einem DM schlafen, damit sie alles so ein bisschen anschauen kann und testen kann. Denn bei ihr in der Nähe gibt es leider so einen Drogeriemarkt nicht. Und deshalb werden wir mit Sicherheit, wenn sie dann da ist, nochmal so richtig fett shoppen gehen. Aber gut, so viel erstmal zu meinem Intro. Ich will es nicht zu lange werden lassen, damit das ganze Video nicht zu lange wird. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video und los geht's. So, wir werden ein paar Tage wegfahren, denn es ist ja bald Ostern. Und deshalb habe ich meinem Mann vorsichtshalber mal diesen Rasierer hier gekauft von Gillette. Einfach so zum Mitnehmen, denn ich möchte so einen guten Rasierer hier lassen. Ich möchte nämlich vermeiden, dass der irgendwie abhanden kommt, dass wir ihn vergessen, was auch immer. Und deshalb durfte dieser Rasierer hier mit. Ansonsten habe ich für den Urlaub noch dieses Hygienehandgel hier gekauft von Balea. Meins war nämlich leer von Rituals. Ich bin ja nach London geflogen mit Astor Cosmetics und durfte Heidi Klum treffen. Und für den Flug eben wollte ich, beziehungsweise für unterwegs wollte ich eben mein Handgel wieder auffüllen sozusagen, damit ich das immer in der Handtasche habe. Gerade mit Kindern finde ich, ist sowas einfach unerlässlich. Und deshalb durfte das von Balea mit. Ansonsten habe ich mir noch eine kleine Handcreme gekauft von Balea, und zwar diese hier, weil ich finde, die hat genau die richtige Größe für die Handtasche, wenn wir unterwegs sind, einfach wenn wir einen Zwischenstopp irgendwo haben. Und genau, da wollte ich nicht meine große Tube sozusagen mitnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, die habe ich jetzt noch nicht getestet, werde euch aber dazu bestimmt noch was sagen. Dann habe ich mir genau auch noch für unterwegs, also für den Urlaub jetzt zu Ostern, dieses Deo hier gekauft von Rexona. Das hatte ich vorher noch nicht ausprobiert. Ich fand halt die Größe ideal. Ich wollte nicht so eine große Flasche und deshalb durfte es mit. Es roch sehr gut beim DM und deshalb ja, habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Aber auch hierzu dann wahrscheinlich mehr in meinem Aufgebraucht-Video. Dann durfte mit diese Körperlotion hier von Kneipp. Und zwar gibt es dazu ja auch das Öl. Also dieses Mandelblüten-Hautzart. Ich fand das jetzt für den Sommer gutes Öl, also letzten Sommer. Es war ja dann leer, deswegen habe ich es mir nicht nachgekauft. Und deshalb wollte ich jetzt mal dieses hier probieren, weil ich einfach finde, dass im Winter die Haut nochmal eine andere Pflege braucht. Das wissen wir ja alle. Und deshalb habe ich das jetzt hier mal gekauft. Dazu werde ich euch auch dann mehr in meinem Aufgebraucht-Video sagen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal getestet, fand den Geruch einfach total gut und mochte es sehr, sehr gerne. Es zieht sehr schnell ein. Ihr wisst, dass ich das nicht mag, wenn ich da ewig im Bad stehe und warten muss, bis die Lotion eingezogen ist sozusagen. Die Größe fand ich jetzt eben auch wieder ideal zum Verreisen, weil ich möchte einfach nicht, dass wir zu viel Gepäck mitnehmen. Wenn wir da nur 3-4 Tage sind, macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie da 10.000 Koffer mitzunehmen, weil wir einfach viele Personen sind. Das wisst ihr ja. So, dann habe ich noch mitgenommen, natürlich meine Neutrogena Abschminktücher. Ich glaube, ich muss euch dazu nichts mehr sagen. Die habe ich bei Müller mitgenommen. Ihr wisst, die gibt es nur bei Müller und ich habe mir ganz, ganz viele Packungen gekauft, ja, weil ich da ja nicht so oft hinkomme. Dann habe ich mir noch eine Antifalten-Tagescreme mitgenommen von Olas. Ja, die habe ich jetzt noch nicht verwendet, weil wir ja dann beim L'Oréal-Event in Berlin waren zu dem Contouring-Workshop und dort an unserem Schminktisch verschiedene Produkte standen, unter anderem diese Creme hier, diese Skin Perfection aus dieser Reihe. Und die habe ich jetzt die ganze Zeit in Verwendung, deswegen habe ich die von Olas noch nicht aufgemacht. Ich finde die richtig toll. Meine andere feuchtigkeitsspendende Tagespflege war nämlich auch leer gegangen von L'Oréal und deswegen kam mir die gerade recht. Ich finde, die Firmen kriegen uns halt auch schon allein durch diese Farbe, ne? Aber nichtsdestotrotz, also abgesehen von der Farbe, finde ich das Produkt richtig gut. Ich freue mich, dass ich die natürlich bekommen habe von L'Oréal, aber wie gesagt, ich hatte ja diese hier gekauft. Ich bin
gespannt, wie sie ist. Werde euch dann berichten. Wir machen sie mal kurz auf. Mich interessieren ja auch immer diese Tiegelchen so arg, ne? Ja, Verpackungsopfer hoch 10. Also ich fand die sehr ansprechend, was eben auf der Verpackung stand. Und ja, riecht auch sehr, sehr gut. Und ja, werde ich euch auf jeden Fall auch noch drüber berichten. So, wo machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit den Haaren. Genau, heute habe ich nämlich so einen richtig coolen Bad Hair Day. Wie man sehen kann, ich habe die nämlich gerade gewaschen und dann plustern die sich so ein bisschen auf. Also, ich hatte mir gekauft ein Haaröl und zwar von Pantene Pro V. Das ist ein ganz normales Haaröl hier zum Pumpen. Und dann habe ich mir aber, dazu wird es übrigens noch das Video geben, das ich euch versprochen habe. Ne? Ich hatte euch ja ein Haaröl-Video versprochen, weil ich verschiedene getestet habe und teste und so weiter und da ja sehr kritisch bin mit meinen Haaren. Und deshalb hatte ich mir dann auch noch dieses hier mitgenommen von L'Oreal, weil mich das sehr angesprochen hat. Das hat nämlich so einen Sprühkopf hier und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Öl ist ja fester von der Konsistenz. Wie kommt denn jetzt hier das Öl raus? Und ja, es ist einfach anders von der Konsistenz. Ich mache euch das mal drauf. Wir machen mal den Live-Test, damit ihr das sehen könnt. Und zwar, seht ihr das in der Kamera? Das ist ganz anders. Also es ist ganz, ganz fein. Es ist so ein Zerstäuber. Und die Haare glänzen danach unglaublich. Und die riechen so gut. Ihr könnt sehen, ich habe davon schon einiges verwendet. Und ja, irgendwie bereue ich es jetzt schon so ein bisschen, dass ich das hier gekauft habe, weil ich das echt richtig gut finde. Ne? Aber gut, okay, so ist es halt. Ich werde auf jeden Fall beide dann weiter verwenden und euch darüber berichten. So, genau, Haare eher eine 5 oder 6 setzen. Wir machen einfach weiter. Ihr beachtet einfach meine Haare nicht so weit. Wir machen mal weiter mit der Steffi und zwar ist sie sehr, sehr viel unterwegs und deswegen habe ich ihr dieses kleine Haarspray hier noch gekauft. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber dieses Big Set, 1, 2, 3, Big Sex, okay, Outtakes, Big Sexy Hair. So, jetzt haben wir es aber. Genau, wollte ich einfach mitnehmen, so als, ja, lustiges Mitbringsel, was auch immer. Dann liebe ich mein Avène Thermalwasser. Das wisst ihr auch, das habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt und es war irgendwo mal im Angebot und deswegen habe ich sie auch einfach mitgenommen. Genau. So, dann was habe ich denn noch für die Steffi mitgenommen? Ja, für die Steffi habe ich dann noch diese Nagelfeile hier mitgenommen, weil meine Nägel sind ja mit einer ganz dünnen Gelschicht. Und deswegen brauche ich die nicht, aber die Steffi braucht es immer für ihre Handtasche und deswegen durfte das dann mit. Dann habe ich hier noch was für die Nägel mitgenommen und zwar von P2, diesen Color Correcting Pen. Der soll angeblich ganz gut riechen, also das finde ich irgendwie nicht. Also ja, nee, mag ich gar nicht, aber sie braucht sowas halt immer wieder und deshalb habe ich ihr den mitgenommen. Dann habe ich ihr noch einige Nagellacke mitgenommen, weil immer wenn ich beim DM vor der Trend It Up ja, vor diesem Aufsteller stehe, mir denke, wow, was für coole Farben und dann greife ich dann doch immer wieder mal zu dem einen oder anderen. Und ich filme euch die jetzt gerade mal ab, welche ich für die Steffi noch mitgenommen habe, weil es wirklich einige sind. Und dann habe ich aber auch noch ein Paket von der lieben Tanja zugeschickt bekommen vom DM Marken Insider, worüber ich mich natürlich total gefreut habe. Und zwar waren da auch Nagellacke drinnen, die kann ich euch mal zeigen. Und zwar zum einen diesen Base und Protect Code und dann noch diesen lila farbenen und der ist ja wohl absolut wie für mich ja geschaffen sozusagen. Der ist total leuchtend und ich habe euch da auch ein Bild auf Instagram gepostet, finde ich richtig, richtig schön. Und in dem Paket war noch ein Lip Liner, den kann ich euch noch zeigen und zwar diesen hier in diesem Rotton, genau. Und dann war noch ein Kajal drin in dieser Farbe, aber den wird dann eher die Steffi bekommen, weil die Steffi ist ja, für sowas offen und sehr experimentierfreudig. Und deshalb bekommt den meine Schwester. Dann war da noch ein Lippenstift drinnen, von der Marke Trend It Up. Und das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Ihr wisst, wie sehr ich Pink liebe. Und oh mein Gott, das ist genau meine Farbe. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Dann waren noch zwei Lipglosse drin. Aber der eine, der ist matt. Und zwar dieser hier, genau. Den habe ich auch ausprobiert. Der war leider jetzt nichts für mich. Den wird auch meine Schwester bekommen. Ihr macht es ja nichts aus, wenn ich den schon getestet habe. Deshalb
bekommt den meine Schwester. Gut fand ich diesen hier, diesen High Shine Lip Gloss, eben auch von Trended Up, weil mir die Farbe sehr gut gefällt. Es ist einfach ein schlichtes Nude. Es hat auch überhaupt nicht geklebt auf meinen Lippen, fand es sehr angenehm und auch die Verpackung finde ich sehr, sehr ansprechend. Genau, so viel dazu. Dann machen wir mal weiter mit, dann kann ich euch noch einen Nagellack zeigen. Und zwar habe ich mir den gekauft von Manhattan. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, die Farbe, das ist ja eine Heidi-Farbe, ne? Da müsste eigentlich ganz groß Heidi draufstehen. Ich habe mir den drauf gemacht und zwar ist es die Farbe 350. Kann ich nicht aussprechen, blende ich euch ein. Und ich fand den überhaupt nicht gut. Ich war so enttäuscht, weil der mir nach 2 Tagen abgesplittert ist, ne? Also da habe ich mir auch gedacht, was ist das denn? Die Verpackung ist genial. Ich stand vor dem Regal und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich will sie alle haben. Aber jetzt traue ich mich echt keinen mehr zu kaufen. Ja, naja, gut. War halt meine Erfahrung. Ja, dann machen wir weiter. Ich habe mir noch diese Augenbrauenformer hier gekauft, wobei ich sagen muss, dass ich da eher enttäuscht bin. Also die werden bei mir echt schnell stumpf. Und ja, naja, finde ich irgendwie doof. Ja, muss auch mal gesagt werden, ne? So, meine Haare nerven mich gerade tierisch, aber egal, wir machen einfach weiter. Dann habe ich mir gekauft dieses Gesichts-Peeling-Pad, beziehungsweise nicht für mich, sondern für meine Schwester, weil sie nicht so oft ihre Pinsel reinigt. Sie hat wenig Zeit und ich finde die einfach genial, um die Pinsel zu reinigen. Und deshalb muss sie das machen. Ich befehle es ihr, ich bin ja auch 10 Jahre älter und die hat gefälligst zu machen, was ich ihr sage. Genau, ich mache nur Spaß, ne? Hoffentlich versteht ihr ein bisschen Spaß heute. Ja, dann machen wir weiter. Für den Urlaub habe ich noch dieses hier gekauft von Veleda für meinen Mann und zwar Aktiv Duschgel. Und ja, hat mich irgendwie angesprochen, die Verpackung. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Werde euch berichten, wie ihr es findet. Ja, genau. Für den Urlaub sozusagen. Dann habe ich noch eine andere Bodymilk gekauft und zwar von Sebamed. Mein einer Sohn, der hat ein bisschen empfindliche Haut. Ich will jetzt nicht sagen sehr empfindlich, aber teilweise hat er ein bisschen gerötete Stellen und deswegen wollte ich unbedingt mal sowas hier ausprobieren. Ich werde euch auch hier berichten, wie er das so verträgt, beziehungsweise ich werde es mit Sicherheit auch mal verwenden und dann sage ich euch ein bisschen was dazu. Dann machen wir weiter. Ich habe mir dann noch verschiedene Masken gekauft. Natürlich meine Aquatuchmaske in mehrfacher Ausführung. Müssen wir jetzt auch nicht mal weiter drüber reden. Dann finde ich diese hier total gut von Merz, diese reinigende Maske. Ich habe die jetzt auch schon aufgebraucht, das weiter unten das Stück. Deswegen kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen, wie sie heißt. Aber die ist einfach tiefenreinigend, ne? Die ist total gut. Ich mache mir die abends drauf, richtig schön. Und danach gehe ich duschen, nehme mir die quasi ab. Und meine Haut dankt es mir einfach, ne? Also ich finde die richtig toll für den Preis. Kann man nichts sagen. Dann habe ich mir von Schabins diese hier noch mitgenommen. Da kann ich euch aber jetzt erstmal noch gar nichts drüber sagen, weil ich sie noch nicht verwendet habe, wie ihr sehen könnt. Also ich bin total gespannt, habe schon sehr viel Gutes drüber gehört. Und was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Genau. Ah, jetzt zeige ich euch noch was. Wartet, lasst mich hier noch erstmal gucken, meine Lieben. Genau, hier, das habe ich noch für meine Schwester mitgenommen, von Aussie oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ein Haarspray. Das wollte sie unbedingt, weil sie das nicht bekommt in ihrer Nähe. Sie hat auch schon viel darüber gehört. Keine Ahnung. Ich verwende ja kein Haarspray, das wisst ihr ja. Jetzt wollte ich euch noch ein Produkt zeigen von L'Oreal. Und zwar ist das ganz neu. Das darf ich testen, darf es dann auch verlosen. Wenn es soweit ist, werde ich euch Bescheid geben sozusagen. Und zwar ist es aus der Elnett-Reihe. Dieses Mousse hier. Und zwar gibt es das also für extra starken Halt, dann für Locken und starken Halt und für Volumen und starken Halt. Genau. Starker Halt, starker Halt. Okay, also das wurde uns ja auch vorgestellt beim Contouring-Workshop, als wir dann abends zur Berlinale gegangen sind, was ja richtig cool war. Und ich fand das Produkt so genial, weil die Verpackung so geil ist, wollte ich gerade sagen. Aber das kommt ja nicht so oft in meinen Videos vor. Ja, ich finde es halt ideal, weil wenn du jetzt da stehst und deine Haare irgendwie machst und dann gehst du einfach nur so dran, pumpst einmal und dann hast du das Produkt in der Hand. Bevor du irgendwie die Kappe aufmachen musst und irgendwie drücken musst und die Hände ja nicht frei hast. Deswegen fand ich die Verpackung schon mal richtig gut. Und auch das Produkt an sich, das riecht so, so gut. Und meine Haare waren echt total in Form, ne? Die haben sich hier so schön aufgeplustert und hatten richtig schön Volumen, also top Produkt.
Ich hatte nur das eine eben ausprobiert, für den Volumen. Ne? Die anderen zwei werde ich für euch noch testen und werde sie dann auch verlosen. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch aber wirklich alles gezeigt, habe ständig an mir rumgezuppelt, an meinen Haaren auch. Und ich hoffe, dass euch trotzdem mein Video gefallen hat. Ich habe noch eine Verlosung laufen im Moment auf Instagram. Schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Bei meinem letzten Video habe ich auch eine Verlosung. Da verlose ich Lippenstifte. Schau da sehr, sehr gerne mal vorbei bei meinem Essence Lipstick Lookbook. Da würde ich mich auch total freuen. Und ansonsten dürft ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf Snapchat folgen, Instagram, Facebook. Dann können wir schön in Kontakt bleiben. Und meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Würde ich mich natürlich auch total freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!